Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wir haben uns an einen neuen Ort begeben. Durch Nomas, unseren treuen Wal. Und werden uns jetzt mal ein bisschen umschauen. Irgendwie können wir nur den Turm auswählen, der ja eigentlich auch unser Reiseziel ist. Endlich haben wir unser Ziel mal direkt vor Augen. Das ist doch mal von Vorteil. Klopf an, Olas. Vielleicht wird dir da die Tür aufgemacht. Herein. Hallo, ich bin Olaf. Ich komme von den Zeugen Jehovas. Scheinbar hört mich niemand. Nee, oder will dich niemand hören. Das kann natürlich auch sein. Ja. Rückseite. Im Fenster? Guck mal. Guck mal, ganz verstohlen hinein. Vielleicht ist ja keiner da. Kinderfasching oder so. Nee, Fasching ist vorbei. Und, was siehst du? Ich kann durch die Scheibe überhaupt nichts erkennen. Merkwürdig. Vielleicht ist sie verzaubert und man kann nur von einer Seite hindurch sehen. Ja. Oh. Was? Davor habe ich mich so erschreckt. Das ist nur ein Oktopus. Höhle des Oktopus. Ist es nicht ein Tintenfisch, ein Oktopus? Ich meine... Was hat denn der Oktopus da? Sieht aus wie ein Riemen mit einer Klammer. Ja, den nehmen wir einfach. Das nehme ich mit. Genau. Oh! Keine Chance, solange er da ist. Ich glaube, der will nicht, dass wir das mitnehmen. Na dann... Halt nicht. Flecken Seegras? Ein dichtes Büschel Seegras mit scharfen Blättern und leuchtenden Samen. Ja, das hat er wohl gerade gegessen, der Gute. Und wir haben auch noch ein Stück Seegurke. Vielleicht können wir ihn festkleben. Dann kämen wir auch an die Höhle ran. Los, schaff mal was. Komm gleich wieder, schwarze Bildschirm. Mal sehen, wie der Oktopus auf Klebstoff im Gras reagiert. Nee, doch nicht. Also Klebstoff schlüffeln und Gras rauchen ist ja dann doch noch ein Unterschied. Egal, gehen wir weiter. Damit der Oktopus seines Amtes walten kann. Was ist das da? Bei allen Göttern. Diese Finsternis bereitet mir eine Gänsehaut. Ja, hoffentlich muss er nicht in den Abgrund auch noch runter schwimmen, wie in den Graben. Oh, ein Sprung im Glas. Wie finden wir denn das? Ich kann nur die gegenüberliegende Wand sehen. Aber das müssten wir uns irgendwie von zunutze machen. Zitteraal? Der Zitteraal kann sich da natürlich leicht durchzwängen. Aber was dann? Ich kann ja wohl nicht erwarten, dass er Apidulas findet, ihm in den Hintern beißt und ihn dazu bewegt, mir die Türe aufzumachen. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Okay, guck mal erst mal, was der Zitteraal so macht. Vielleicht hat er sich ja schon... festgeklebt. Und? Klebrig, was? Keine Sorge. Ich bin sicher, du kannst dich ruckzuck wieder befreien. Ja, aber bitte erst, wenn wir uns das näher angeschaut haben. Was er da in seiner Höhle versteckt, sieht er aus wie ein Gürtel. Das sieht wie ein Harnisch aus. Die Schneckenmuschel ist wahrscheinlich ein Kopfschmuck oder sowas. Vielleicht ist das ja in Wirklichkeit ein Keuschheitsgürtel. An dieser goldgeschmückten Schneckenmuschel ist eine Art Harnisch dran. Sieht so aus, als könnte man sie auf den Kopf schnallen. Das sieht komisch aus irgendwie. Naja, kann ich das mit irgendwas verbinden? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann vielleicht damit an der Tür lauschen. Der tut mir irgendwie leid, der Oktopus. Hängt der da fest? Diese lila Kotze, klebrigen lila Kotze. Aber nun gut. Da der Schreiter im Hintergrund und wir. Olaf ist völlig abgebrüht. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man mit Tassen oder Einmachgläsern Leute in anderen Zimmern belauschen kann. Das ist zwar nicht sehr höflich, aber nützlich. Die Schneckenmuschel könnte genauso funktionieren. Ich probiere das mal. Was hat denn der dir alles beigebracht, dein Vater? Verdammt!
Verdammtes Biest! Wo hat es nur mein Hörrohr wieder vergraben? Ach, das ist ein Hörrohr. Wenn ich es erwische, reiße ich ihm die Tentakeln einzeln aus. Da hätte Greenpeace was dagegen, Alter. Apidulas Hörrohr ist also in Wirklichkeit eine Schneckenmuschel mit Riemen. Irgendwie muss ich das Ding zu ihm bekommen, wenn er mein Klopfen hören soll. Also müssen wir da irgendeine Konstruktion bauen? Der tut mir echt leid, der Junge. Wie, und irgendwas hat das auch mit dem blöden Loch zu tun, aber was? Aber was? Ich probiere mal was. Jetzt geht's, vorhin ging's nicht. Oha! Er hat sich tapfer gewehrt, der kleine Gauner. Die Schneckenmuschel steht ihm ganz gut. Naja, und du hast eine gewischt bekommen, was ich ganz gut finde. Los, schwimm da rein, du kleines Ungeheuer. Ach, ist der süß. Ach, der ist doch... putzig. Müssen wir noch zumachen, wahrscheinlich. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich den Zitteraal dazu bringe, zu Apidulas zu schwimmen. Ja, damit er nicht abhaut. So, nun mit dem Köder wahrscheinlich. Bin ich jetzt froh, dass ich noch meine Portion mitgenommen habe. Wieso sieht der Schwamm jetzt so türkis aus? Naja, egal. Jetzt mal gucken, wo wir da den Köter doch vielleicht unter die Tür durchschieben. Probieren wir es halt, ne? Und Versuch ist es wert. So ein ähnliches Rätsel gab es bei Tunguska auch. Mit einer Katze. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, doch, war eine Katze. Komm schon, meine Kleine. Ich habe ein Leckerli für dich. Gib das zurück, du verdammtes Biest! Es hat geklappt. Es hat geklappt. Sieht so aus, als hätte Apidulas sein Hörrohr wieder. Yes. Und wenn wir nun klopfen, hört er uns vielleicht? Hallo. Wer bist du? Und was willst du? Ich heiße Olaf und ich möchte über den Drachen Mjörgen sprechen. Warte, ich werde gleich bei dir sein.